Tag auch und willkommen zu Let's Play ActRaiser. Dieses Spiel habe ich Weihnachten 94 von meinem Bruder geschenkt bekommen und obwohl ich erst irritiert war, da ich von diesem Spiel vorher nie etwas gehört hatte, zählte es schon nach kurzer Zeit zu meinen Lieblingsspielen auf dem Super Nintendo. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Action-Plattformer und Aufbausimulation. Diese ungewöhnliche Mischung macht es zu einem einzigartigen Titel in der SNES-Bibliothek, da der Nachfolger dieses Konzept über den Haufen wirft und sich als reiner Action-Plattformer präsentiert. Ursprünglich erschien ActRaiser im Dezember 1990 in Japan, knapp ein Jahr später in den USA und erst am 18. März 1993 bei uns in Europa. Im September 2021 erschien ein Remake mit dem Titel ActRaiser Renaissance für Windows, Switch, PS4 und Handys. In diesem Walkthrough wollen wir die maximal mögliche Bevölkerung von 4652 Menschen erreichen. Um das zu schaffen, muss man die Mechaniken, die quasi im Hintergrund ablaufen, verstehen. Wer sich dafür nicht interessiert, guckt einfach in die Zeitleiste oder Beschreibung des Videos, um den folgenden Abschnitt zu überspringen. ActRaiser hat insgesamt 6 Regionen, in denen wir als Gott die Menschen beim Siedeln leiten und unterstützen. Hier seht ihr, wie viele Menschen sich in den jeweiligen Gebieten maximal ansiedeln können. Dies gibt etwas Spielraum, da für die Höchststufe 17 4600 Leute benötigt werden. Laut Hintergrundgeschichte hat der Dämon Tanzra die Menschen in Dämonen verwandelt. Unsere Aufgabe ist es, diese Seelen durch das Töten der Dämonen zu befreien. Befreite Seelen werden zu Menschen, die neue Häuser bauen und die Stadt erweitern. Das Spiel zielt diese im Hintergrund im sogenannten Soul Counter. In jedem neuen Gebiet startet der Zähler bei 0. Solange dieser 0 beträgt, kann man mit dem Bauen der Stadt nicht beginnen. Im Simulationsmodus gibt es 2 Möglichkeiten, den Counter zu erhöhen. Durch Besiegen von Gegnern und durch Versiegeln von Monsterhöhlen. Die Anzahl der Seelen in einer Monsterhöhle kann man durch Drüberfliegen und B drücken einsehen. Um eine Höhle zu versiegeln, wird eine Bevölkerung von mindestens 10 Menschen benötigt. Wenn Monster Menschen töten, werden die Seelen der Höhle zugerechnet. Wenn durch den Spieler Bevölkerung stirbt, werden die Seelen auf alle noch aktiven Höhlen aufgeteilt. Sollten schon alle Höhlen versiegelt sein, werden die Seelen auf den Soul-Counter addiert. Die maximale Bevölkerung setzt sich wie folgt zusammen. Bevölkerung plus Soul-Counter plus Gegner in Monsterhöhlen. Jedes Gebiet hat eine Mindestanzahl an Monstern je Höhle. Für jeweils 50 Punkte, die man in den Actionphasen sammelt, erhält man eine Seele. In Akt 1 werden diese gleichmäßig auf die Monsterhöhlen aufgeteilt und in Akt 2 werden diese direkt dem Soul-Counter zugeführt. Hier seht ihr, wie viele Monster in den Gebieten vorhanden sind, wie viele Menschen dort maximal siedeln können und wie viele Punkte dafür erreicht werden müssen. Jede Region startet dabei mit 2 Menschen, den Gründern. Diese können nicht getötet werden und stellen somit die Mindestbevölkerung dar. Kommen wir nun zu den Gebäuden. Es gibt 3 verschiedene Zivilisationsstufen. Je nach Stufe beherbergen die Wohnhäuser unterschiedlich viele Menschen. Daher ist es sinnvoll, alle Häuser zu zerstören, sobald Stufe 3 erreicht wird. Neben Wohngebäuden werden Versorgungsbauten automatisch miterrichtet. In der Spalte Versorgungspunkte seht ihr, wie viele Menschen hierdurch unterhalten werden können. Versorgungsbauten werden immer sobald nötig und möglich gebaut. Anders als die anderen Bauten auf dieser Liste sind Brücken unzerstörbar. Dafür hat man aufgrund der Richtung, in der man die Stadt erweitern möchte, ein wenig Einfluss auf den Bau von Brücken. Da diese aber die geringste Versorgung bieten, sollte man die Anzahl auf das nötige Minimum beschränken. Die maximale Anzahl an Bauten pro Gebiet beträgt 128. In dieser Tabelle könnt ihr einen Blick auf die idealen Verhältnisse werfen. In der Spalte Brückenminimum seht ihr, wie viele Brücken mindestens gebaut werden müssen. Wichtig ist diese Anzahl allerdings nur in Fillmore und Bloodpool, auch wenn in Fillmore mit 2 Brücken das Bevölkerungsmaximum erreicht werden kann. Obwohl in Bloodpool 17 Weizenfelder bei 3 Brücken nötig wären, um alle Menschen zu versorgen, werden aufgrund von Platzmangel nur 16 errichtet. Die oberen 3 Gebiete sind wegen der maximalen erlaubten Gebäude begrenzt, die unteren 3 aufgrund von Platzmangel. Apropos Platzmangel. Jedes Gebiet besteht aus 64 Quadraten, 8×8. Jedes Quadrat besteht wiederum aus weiteren 16 Quadraten, 4×4, die immer dem gleichen Bauschema folgen. 4 Felder für Versorgung, 7 für Straßen und 5 für Häuser. Die Anordnung ist immer gleich. Beeinflusst werden diese durch das Gelände, wie zum Beispiel Flüsse und Berge. Straßen innerhalb eines Quadrats verlaufen von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen und folgen in der Regel der Baurichtung. Um Quadrate vollständig mit Straßen zu füllen, bestätigt man die Baurichtung auf dem aktuellen Feld erneut, ohne eine neue Richtung einzuschlagen. Die Baurichtung spielt in Gebieten, in denen Brücken errichtet werden können, eine wichtige Rolle. Um die Anzahl der Brücken zu minimieren, sollte die Baurichtung parallel zu Flüssen verlaufen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den sogenannten Phantomkonstruktionen. In Fillmore, Eitos und Northwall gibt es Felder, die zwar bebaut werden können, aber teilisoliert an einer oder mehreren Seiten sind. Solange man in dem Gebiet anwesend ist, wird dort kein Haus errichtet. Wenn man von diesem Gebiet aus ein anderes betritt und wartet, bis sich das Stundenglas dreimal geleert und wieder gefüllt hat, werden die Felder in der Abwesenheit bebaut. Dies geschieht allerdings nur, wenn dort Akt 2 bereits abgeschlossen wurde. Dann starten wir jetzt endlich das Spiel. Da kommt das Logo langsam reingeflogen, das müssen wir uns nicht nochmal angucken. Kann man abkürzen. Wir können fortsetzen, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen eine neue Geschichte anfangen. Gleich mal ein Kritikpunkt an dem Spiel, ich finde es schade, dass es nur einen einzigen Speicherplatz gibt. Das heißt, wenn wir jetzt gleich die neue Geschichte beginnen und speichern, ist der andere Spielstand futsch. Man kann also nicht 2 parallel anlegen. Sehr schade.
Dann gibt es noch den Action-Modus, der verzichtet komplett auf Simulation, das wollen wir auch nicht. Drei Schwierigkeitsgrade haben wir zur Auswahl, Anfänger, Normal und Experte. In Amerika kam das Spiel raus ohne diese Auswahl, da war das Spiel automatisch auf Anfänger gestellt. Wir nehmen mal Normal, das Spiel ist schwierig genug, Experte brauche ich jetzt nicht. Geben Sie Ihren Namen ein. Mit Knopf B bestätigen Sie den gewählten Buchstaben. Mit Knopf Y können Sie die Buchstaben löschen. Wenn Sie Ihren Namen eingegeben haben, drücken Sie bitte den Startknopf. Das kriege ich ja wohl hin. Ich nehme komplett Großbuchstaben, weil unser böser Gegenspieler, der Dämon Tanzra, schreibt sich auch komplett groß. Seid ihr wach? Salyra, ich bin der Engel, der euch helfen soll, eure verlorene Kraft zurückzugewinnen. Zurzeit haben Monster die Herrschaft dieser Welt in ihren Händen. Ein Dämon namens Tanzra, da seht ihr es, der euch eure Kraft raubte, gab ihnen dadurch die Herrschaft. Um eure Kräfte zurückzugewinnen, müsst ihr den Glauben der Menschen an euch neu entfachen. Aber zuerst müssen wir auf dieser Welt die Monster zerstören, damit die Menschen in Frieden leben können. Als erstes machen wir die Textgeschwindigkeit ein bisschen flotter. Sir Lyra, wie schnell soll ich den Text anzeigen? Bitte sofort. So? Jo. Und dann kümmern wir uns mal um die Monster. Sir Lyra, wenn wir in diesem Gebiet alle Monster zerstören, können hier wieder Menschen leben. Seid ihr bereit? Jo. Viel Glück. Dann verlassen wir jetzt den Sky Palace und gehen runter auf die Welt. Fillmore, erster Teil. Hüpfen können wir, springen und uns bücken. Auf geht's. Wir müssen in beiden Akten zusammen etwas über 20.000 Punkte erreichen. Deswegen muss man den Punktestand immer ein bisschen im Blick haben, damit wir auch die maximale Bevölkerung kriegen. In diesen Statuen sind immer irgendwelche Power-Ups drin, beziehungsweise auch Punkte wie in diesem Fall. 500 Punkte haben wir da gekriegt. Die Affen wollen schon zwei Treffer haben, halten ein bisschen mehr aus und ich meine, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hier machen die auch schon zwei Schaden, wenn die uns treffen. Gibt einige Unterschiede mit Anfänger und Normal. Die ignorieren wir jetzt mal. Also wie gesagt, die Gegner machen teilweise mehr Schaden. Ja, nicht getroffen, verdammt. Dann holen wir das erstmal weg und dann hauen wir da von hinten drauf. Zack. Ach, kommt noch was runter. Nehmen wir es mit, gibt Punkte. Wäre noch nicht gerade viel. Und Stacheln sind ab dem Schwierigkeitsgrad normal tödlich. Ansonsten kriegt man nämlich bei Anfängern nur Schadenspunkte. Nicht bei allen Stacheln, gibt da auch tödliche Stacheln. Aber manche machen nur Schaden. Dem haben wir mal einen mitgegeben auf dem Weg nach unten. Den treffen wir später noch. Deswegen muss man hier deutlich vorsichtiger sein. Da gab es nochmal ein Leben. Jedes Leben, was man zu Ende des Levels noch übrig hat, gibt 1000 Punkte. Deswegen sollte man die mitnehmen. Ja, nehmen wir nochmal. Jetzt geht's aber rechts weiter. Das war ein Apfel, der füllt die Lebensenergie komplett auf. Da oben wollen wir nicht mit, wir wollen hier runter. Dann gibt's nämlich noch ein Leben, sind nochmal 1000 Punkte. So, und der End, oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, trägt uns hier über die Dorn. Da wurden wir getroffen, zwei Schaden macht so ein Affe, jo. Hier geht's weiter. Einmal das Ding weg, Stück hoch. Und dann können wir hier noch einen Apfel mitnehmen. Dann können wir mal runterhoppeln, dann kann man sehen, was auf dem Fußboden ist. Ist aber nicht sonderlich spannend. Paar Dorn halt. Und dann sind wir auch schon am Ende des Levels. Da oben ist die Lebensenergie von dem ersten Boss, ein Centaur. Wenn er den Speer runternimmt und anstürmt, ist er unverwundbar. Wenn oben die Lanze leuchtet, muss man schon ein Stück weggehen. Habt ihr gesehen, da kommt Blitze, damit man nicht getroffen wird. Und er hat irgendwie Angst, sich die Hufe schmutzig zu machen. Er verlässt den Rasen nicht. Das heißt, auf der Erde sind wir sicher. Jetzt einfach bücken, damit wir nicht von der Lanze getroffen werden und weiter draufhauen. Ein Treffer hat uns noch mitgegeben. Nicht wild. Die Lebenspunkte werden nicht mehr in Punkte umgewandelt. Zeit wird noch zu punkten. Jetzt kommen noch 5000 für die Leben rauf und wir sind bei 11.130. Das heißt, im zweiten Akt müssen wir weniger als 10.000 Punkte machen. Jetzt sind wir im Simulationsmodus und da kommen zwei Menschen, die Gründer, die sind quasi, ja, unsterblich. Hier kommt unser Engelchen angeflogen. Salyra, Fillmore könnte zu einem Land werden, in dem die Menschen in Frieden leben können. Es ist unsere Pflicht, unser Volk vor den Monstern zu schützen. Ich werde euren Befehlen gehorchen. Vernichtet die Monster mit meinen Pfeilen. Es gibt auf dem Boden mystische Kreise. Das sind die Höhlen, durch die die Monster in die Welt kommen. Wenn ihr das Volk richtig führt, wird es die Höhle versiegeln können. Ihr werdet ein Monster entdecken, das dieses Land kontrolliert.
Wenn es zerstört wird, liegt das Schicksal des Volkes in seinen eigenen Händen. Herr, lasst uns auf den Frieden hinarbeiten. Sir Lyra, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber die Menschen in Filmor wollen euch etwas sagen. Herr, wir können aufgrund der vielen Büsche kaum Häuser bauen. Verbrennt die Büsche und zeigt uns, wo wir unsere Straßen bauen sollen. Machen wir sofort, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. So, hier oben ist eine Monsterhöhle, gleich schon mal weggeschossen das Ding. Oh, nicht ganz getroffen, Moment. Bin ich auch nicht richtig drauf, da. Napperbad heißen die Biester und wir haben da jetzt noch 154 Stück drin. Da oben ist Gebirge, da geht's nicht weiter. Hier nochmal Napperbads. Hier unten auch nochmal, drei Napperbad-Höhlen. Und hier hinter dem Fluss machen wir mal weg, der hält auch schon ein bisschen mehr aus. Gibt aber auch 2 MP, beziehungsweise SP, wenn man die killt, schon wieder nicht getroffen. Blue Dragon, da gibt's auch ein bisschen mehr von, 254. So, ein paar Gegner gekillt, dann können wir langsam mal die Baurichtung einschlagen. Erstmal nach Norden und dann wollen wir rechts zu der Höhle. Bis zu 8 Felder kann man angeben. Das ist jetzt Feld 6, 7, 8 und dann bricht er automatisch ab, beziehungsweise bestätigt sofort. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Oben rechts ist die Sanduhr. Immer wenn die durchgelaufen ist, wird die Stadt ausgebaut. Und dann regeneriert man auch 10% Spruchpunkte und ein bisschen Lebenspunkte. Da sind jetzt 2 Leute rausgekommen. Der links baut ein Maisfeld, damit die Leute versorgt werden können. Und hier rechts haben wir ein Wohnhaus auf Zivilisationsstufe 1. Das kann 4 Leute tragen. Deswegen haben wir jetzt oben rechts 6 von 6 Leuten. Die rechte Zahl ist übrigens dafür da, wie viel Bevölkerung wir insgesamt haben. Dann fangen wir jetzt mal an, hier die Büsche zu verbrennen. Hier sind unsere Wunder, Blitze. Mit euren Blitzen könnt ihr Häuser, Felder, Bäume, Steine und Büsche vernichten. Werdet ihr eure Blitze benutzen? Jo, wollen wir. Gut, zeigt mir, wo der Blitz einschlagen soll. Machen wir erstmal hier rechts ein bisschen Platz. Kommen wir da reingeflogen? Sehr schön, wollte ich mal zeigen. Die Biester werden darin auch gegrillt. Allerdings, wenn die durch den Zauber sterben, kriegen wir dadurch keine Spruchpunkte. Muss man jetzt nur ein bisschen geduldig sein, abwarten, bis die Stadt sich ausbaut. Da kommen die Nächsten. Da wurde jetzt kein Maisfeld errichtet, weil wir noch genug Nahrung haben. Ein Maisfeld bringt 32 Nahrungspunkte. Sir Lyra unerwartet wieder was sagen, na, was ist denn los? Herr, wir haben jetzt unsere Jagdmethoden so weit perfektioniert, dass wir uns in der Lage fühlen, die Monster zu bekämpfen. Zeigt uns, wo die Höhlen der Monster sind. Ja, wir steuern schon eine direkt... Oh, das ist ein Pony! Wir steuern ja schon eine direkt an. Sobald wir hier mit der Bauphase angekommen sind, fangen die an, das Feld darunter dann auch zu versiegeln. Machen wir mit den Blitzen weiter. Die Büsche wollen wir alle loswerden. Wir brauchen den Platz zum Bauen. Der Blue Dragon hat da gerade ein Haus vernichtet. Können wir ruhig mal abwarten. Können wir uns das mal angucken. Wo ist denn jetzt hin? Oben raus? Jo, da kommt er. Ich gehe mal ein bisschen weg und lass ihn mal arbeiten. Da sehen wir es, das Haus wurde zerstört. Und die Napperbads ziehen die 4 Leute aus dem Haus raus. Den kann man jetzt allerdings noch abschießen, wenn ich ihn hier treffe. Jo, dann fallen die runter und dann haben wir die Bevölkerung nicht verloren. Jetzt können wir uns hier mal angucken, wie die Höhle versiegelt wird, weil wir da jetzt ankommen. Gehen wir aus dem Weg. 8 Leute turnen rum. Sobald die Bevölkerung mindestens 10 Leute erreicht, kann man Höhlen versiegeln. Und jetzt haben wir sämtliche Seelen auf den Soul-Counter addiert, die da drin waren. Sir Lyra, unser Volk hat ohne unsere Hilfe die Höhle versiegelt. Der Lebensstandard in Filmor hat sich verbessert. So. Nochmal ein paar Büsche wegmachen hier. Solange übrigens eine Zauberanimation ist oder auch die Stadt ausgebaut wird, kann man das Spiel nicht pausieren, sonst kann man nämlich Start drücken, das funktioniert nicht. Und auch nicht ins Menü und was anderes eingeben. Und hier sehen wir jetzt Holzhütten. Wieder eine Nachricht, was los? Herr, in letzter Zeit geschieht etwas Seltsames mit mir. Viele meiner Wünsche sind wahr geworden. Wenn diese Kräfte wahr sind, dann strahlt der Wald im Osten etwas Heiliges aus. So, damit ist unser aktueller Bau durch. Dann können wir mal weitergehen.
Dann gehen wir gleich mal hier in den Wald rein, alle Felder mitnehmen. Fillmore wird so gebaut. Gut. Was wollte ich gesagt haben? In die Zivilisationsgebäude Stufe 1 passen 4 Leute rein. In Stufe 2, die Holzhütten hier, passen schon 6. Aber wir wollen natürlich auf Stufe 3 hinaus, da passen 8 rein. Was ist los? Herr, im Norden des Landes brennt ein Haus. Ich bitte euch, lasst es dort regnen, damit das Feuer gelöscht wird. Da müssen wir schnell noch ein paar Biester killen. Regen kostet 20 Spruchpunkte. So, schnell noch ein Napperbad bitte. Da fliegt einer rum. Wenn man das nicht rechtzeitig schafft, brennt es tatsächlich auch ab, was auch nicht sonderlich schlimm wäre. Jetzt wollte ich es gerade regnen lassen, es war zu spät. Wie gesagt, ist nicht wirklich schlimm. Die gehen dann wieder auf den Soul-Counter und kommen dann wieder als Bevölkerung. Deswegen müsste man rein theoretisch die ganzen Monster hier nicht besiegen. Das reicht, wenn wir die Höhlen versiegeln. Dadurch kriegen wir dann auch alle Seelen. Aber damit es überhaupt losgeht, Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Euer Level ist jetzt 2 und eure HP betragen 9. Das nächste Mal erhöht sich euer Level, wenn die Bevölkerung einen Wert von 200 übersteigt. Wo war ich stehen geblieben? Scheiß Unterbrechung. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade erzählt habe. Ich wollte den Satz eigentlich fortführen. Ach so, wie gesagt, der Soul-Counter erhöht sich dann durch den kompletten Betrag, wenn wir so eine Höhle versiegeln. Aber damit überhaupt erstmal gebaut werden kann, muss man halt ein paar Viecher platt machen, sonst geht's nicht vorwärts. Außerdem gibt's ja auch Mana. Ich sage mal Mana, Entschuldigung, das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren. Außerdem gibt's ja auch noch Spruchpunkte, die wir brauchen, wenn wir noch ein paar Zauber sprechen wollen. Wieder eine Nachricht. Herr, ich fühle eine Zauberkraft unter den Felsen, unter den Klippen im Südosten des Landes. Vielleicht liegt dort etwas begraben. Herr, mit einem eurer Blitze könntet ihr die Felsen zerstören. Na, dann machen wir das doch. Hier sehen wir die. Herr, ein magisches Zeichen wurde in der Nähe der Klippen gefunden. Wir bringen euch dieses Zeichen als Gabe. Bitte nehmt sie an. Das machen wir natürlich. Ab ins Menü. Gabe annehmen. Wir können euch in diesem Jahr Folgendes anbieten, Herr. Welche unserer Gaben werdet ihr annehmen? Zauberfeuer. Euer Blitz hat einen riesigen Felsen zerstört. Wir fanden ein Zauberfeuer in den Trümmern des Felsen. Es gehört sicherlich euch, Herr. Nehmt dieses Geschenk an. Das ist alles, was wir in diesem Jahr haben. Danke, dass ihr unsere bescheidenen Gaben angenommen habt, Herr. Das ist ein Zauberspruch, unser erster, für den Action-Modus. So, hier nochmal die Bäume beseitigen. Damit haben wir dann alle Felder freigelegt, die wir bebauen können. Hier unten sind noch Felsen, die nehme ich nochmal weg. Muss man nicht machen, mache ich nur der Vollständigkeit halber. So. Die schwarzen Löcher verschwinden übrigens, sobald man drüber baut oder wenn man den Simulationsmodus einmal verlässt und wieder herkommt, dann sind die weg. Die haben aber auch immer was, die Leute. Herr, es interessiert euch vielleicht, dass im Wald eine Schriftrolle gefunden wurde. Wir bringen sie als bescheidene Gabe. Nehmt unsere Gabe an. Auf jeden Fall. Da ist die Schriftrolle. Sir Lyra, wir haben noch ein MP bekommen. Noch eines gut, das ist unser erster, damit können wir dann zaubern. Also das Zauberfeuer, was wir gekriegt haben. So, Baurichtung erweitern. Jetzt wollen wir nach unten. Die Höhle beseitigen und dann hier zum Wasser hin. Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Euer Level ist jetzt 3 und eure AP betragen 10. Nächstes Level up bei 400. Das war der letzte Napperbad hier. Dann sind wir die Höhle auch los und haben nur noch eine Napperbad-Höhle und die Blue Dragons auf der linken Seite. Sir Lyra, unser Volk hat ohne unsere Hilfe die Höhle versiegelt. Jemand hat anscheinend in der Höhle etwas gefunden. Herr, wir haben einen seltsamen Bogen und Pfeile gefunden. Wir bitten euch, nehmt unsere bescheidene Gabe an. Könnte ich machen, mache ich jetzt aber nicht. Wir dürfen nur 8 Gegenstände bei uns tragen.
Dieser Bogen mit den Pfeilen erhöht hier für den Simulationsmodus den Schaden des Engels, den er hier austeilt, um ein Vierfaches. Das heißt, so ein Blue Dragon, der 3 Treffer haben möchte, bis er stirbt, wäre mit einem Pfeil schon tot. Gerade hier ist es eher eine Verschwendung, weil die Gegner hier relativ einfach sind und auch später braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Herr, wir haben in Fillmore einen Fischmarkt eröffnet. Vor einigen Tagen fand ein Fischer an der Küste eine seltsame Schriftrolle. Die nehmen wir auf jeden Fall. Achso, nee, das will ich nicht haben. Werdet ihr noch eine Gabe annehmen? Ja, jetzt haben wir es doch im Inventar, was soll's. Und da ist unser zweiter MP, das heißt, wir können jetzt im Action-Modus zweimal zaubern. Weiter bauen, und das ist jetzt wichtig, dass wir hier parallel am Fluss entlang bauen. Wenn wir hier jetzt rechts und links rüber bauen, machen wir Straßen natürlich nicht nach links, weil wir noch keine Brücken bauen können, aber rechts rüber, und das wäre schädlich für später. Das war's mit den Napperbats. Ich weiß, dass das Ganze Napperbats ausgesprochen wird, aber ihr kennt mich, wenn ich es früher so genannt habe, nenne ich es heute auch noch so. Jemand hat anscheinend in der Höhle etwas gefunden. Herr, wir haben eine Statue gefunden, die wir euch jetzt als Gabe bringen. Nehmt sie bitte an. Die nehme ich jetzt definitiv nicht an. Okay, neue Nachricht. Hoffentlich denke ich gleich noch dran, was ich sagen will. Danke, Herr. Wir wissen jetzt, wie Brücken gebaut werden. Weil wir jetzt die Flüsse überqueren können, können wir dort auch Häuser bauen. Die Statue verstopft auch nur unser Inventar. Die können wir hier im Simulationsmodus benutzen. Und wenn man die benutzt, werden sämtliche Gegner, die auf dem Bildschirm sind, einmal getötet. Ist also nicht unbedingt die Welt das Teil. So, und jetzt ist es auch wieder wichtig, wie wir bauen, um möglichst wenig Brücken zu errichten. Einmal hier rüber, dann erschaffen wir hier eine Brücke. Bis hierhin runter, wieder ein Stück zurück, dann erst links rüber und dann zur Höhle. Auf diese Art und Weise wird nur eine einzige Brücke erschaffen. Dann können wir uns jetzt hier hinstellen, das verwirrt den Blue Dragon und dann können wir ganz entspannt beim Stadtausbau zusehen. Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Euer Level ist jetzt 4 und eure HP betragen 11. Nächstes Level ab bei 700. Und da haben wir unsere Brücke. Dann mache ich den Blue Dragon mal kalt, dann haben wir ab jetzt keine Gegner mehr. Der Lebensstandard in Fillmore hat sich verbessert, das heißt, wir haben jetzt die Maximalstufe 3 erreicht. Herr, seitdem die letzte Höhle versiegelt wurde, geschieht mit mir etwas Seltsames. Nacht für Nacht habe ich den gleichen Albtraum. In meinem Albtraum steigt das Monster Minotaurus durch das große Loch im Südosten. Er sagt, er werde die Menschen mit dem Tod bestrafen. Eben weil ich in die Zukunft sehen kann, fühle ich, dass ich schon jetzt bestraft werde. Bitte, Herr, steigt in die Höhle und zerstört dieses Ungeheuer, bevor etwas Schreckliches geschieht. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier unten ist jetzt das Loch aufgetaucht, da wollen wir aber erst gleich rein. Wir sind jetzt mal ein richtiger Arschlochgott und fangen jetzt an, mit Blitzen unsere Stadt zu zerstören. Sämtliche Level 1 und 2 Häuser, genauso wie die Maisfelder, wollen wir jetzt loswerden, weil wir nur noch ausschließlich Stufe 3 Gebäude haben wollen. Es gibt auch noch den Zauberspruch Erdbeben, der kostet aber zu viele Spruchpunkte, den können wir uns nicht leisten. Damit könnte man die Karte einmal komplett platt machen. Deswegen müssen wir die Felder jetzt einzeln mit den Blitzen zerstören. Wir haben ja jetzt durch das Zerstören der Häuser keine 400 Leute mehr, aber glücklicherweise wird man nicht wieder zurückgestuft. Und hier können wir uns jetzt die neuen Gebäude angucken. Steinhäuser, und das hier sind Fabriken, die produzieren 72 Nahrungseinheiten. Das Ganze sitzt sich jetzt aus, 8 Spruchpunkte kriegen wir jedes Mal, sobald die Sanduhr durchläuft, das heißt, es dauert ganz schön lange, bis ich die komplette Stadt dem Erdboden gleich gemacht habe. Glückwunsch! Level 5, jetzt 12 Lebenspunkte. Nächstes Level ab bei 950. Das war das letzte Feld, dann können wir zurück zum Sky Palace. Nicht gleich auf Monster bekämpfen gehen, wir wollen erstmal einen Zauber auswählen, das Zauberfeuer. Ihr habt euch also für den Zauberspruch entschieden, damit könnt ihr nach links und rechts Feuerbälle werfen. Und dann Monster bekämpfen. Wenn wir in diesem Gebiet alle Monster zerstören, werden die Menschen das Böse nicht mehr fürchten. Seid ihr bereit? Jo! Viel Glück!
Rinn in den Krater. Zweiter Teil. Hier oben übrigens die Stacheln. Nicht hüpfen. Definitiv nicht, wenn ihr normal oder Experte spielt. Die killen euch sofort. Spielt ihr die NTSC-Version oder Anfänger, kriegt ihr nur Schaden, wenn ihr dagegen springt. Einmal bücken, dann hüpfen wir darüber. Die Dinger schießen was. Da kam was an. Das kann man zum Glück mit dem Schwert mit beseitigen. Hier rechts geht's übrigens schon Richtung Endboss. Wir wollen aber noch ein paar Punkte vorher mitnehmen. Hier ein bisschen mies, da taucht er am Wasserfall auf, sieht man nicht unbedingt gleich. Hier gibt es nochmal 1000 Punkte. Dann geht es weiter hoch. Da unten war schon wieder eine Raupe. Die Gegner spawnen übrigens nach 11 Ingame-Sekunden wieder. Die Raupe da unten mache ich jetzt nicht platt. Hier oben immer rüber. Den beseitigen, der will schon 2 Treffer. Und hier jetzt vorsichtig, sobald man runterfällt, sofort nach rechts drücken, sonst werden wir da unten in den Stacheln verreckt. Hier kann man nämlich nochmal, wenn man möchte, seine Lebensenergie komplett wieder auffüllen. Der Bereich kommt uns jetzt wieder bekannt vor. Hier kamen wir schon vorbei. Wir hätten da übrigens auch rechts bei dem hüpfenden Messerwerfer-Dämon weitergehen können. Dann wären wir auch zum Endboss gekommen. Ich bevorzuge aber diesen Weg. So macht man noch ein paar mehr Punkte. Abwärts. Hier nicht nach links drücken, sonst landet man da drin. Noch einmal voll futtern. Danke. Da waren wir zum Glück noch unverwundbar, weil wir gerade getroffen wurden. Sonst wären wir jetzt verreckt da unten in den Stacheln. Die Stacheln sind auch tödlich, muss man aufpassen. Auch nicht im NTSC-Modul oder im Anfängermodus. Da machen sie nur Schaden. Hier hüpfen wir einfach durch, das interessiert uns nicht mehr. Und bei dem Jungen ein bisschen aufpassen, der macht echt nicht wenig Schaden, wenn er einen trifft. Da seht ihr es, nur noch 3 Lebenspunkte Rest. Den muss man beseitigen, sonst darf man hier nicht durch. Jetzt sind wir im zweiten Abschnitt vom zweiten Akt. Na komm. Ja, der nervt mich. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, ist aber nicht schlimm. Verlieren wir ein Leben, 2 haben wir noch, sind 1000 Punkte weniger. Aber dadurch, dass wir die beiden Gegner hier nochmal killen, kriegen wir dadurch auch nochmal wieder ein paar Punkte, die das wieder auffangen. Ich habe das Spiel damals in den 90ern übrigens auch nicht durchgespielt, als ich es besessen hatte. Das war mir mit Abstand zu schwierig. Selbst auf Anfänger habe ich den Endbosskampf absolut nicht geschafft. Ich habe es erst vor 3 Jahren oder wann das war, als ich diese 4-mal gestreamt habe, das Spiel durchgespielt. Was mache ich eigentlich für einen Blödsinn hier beim Erzählen? Das Spiel durchgespielt. Bin mir auch tierisch gefreut. Ja, danke. Jetzt mache ich echt Scheiße. Konzentration. Warten wir den Bubble mal ab. Jetzt rüber. Das ist auch echt nerviges Spieldesign, wollte ich sagen. Dieses blöde Hin- und Herhupfen hier. So, einfach ein bisschen flott durch, dann kommen noch keine Bubbel. Hier in der Mitte bleiben, um nicht in die Stacheln zu geraten. Sprungknopf nicht erwischt. Und wir sind oben. Hier nochmal heilen. Und von oben kommen Stachel runter. An sich erkennt man die schon ganz gut, welche das sein sollen, aber da die im Interface quasi oben mit drin sind, sieht man es nicht ganz so gut. Gar nicht mal schlecht gemacht. Und wir sind am Ziel. Hier ist der Minotaurus. Der ist zum Glück nicht allzu schwer. Bis zu 4 Treffer kann man ihm verpulen. Mit der Taktik, sobald er mit der Axt nach einem schlägt, umdrehen und springen. Dann kann man über die Wurfaxt rüberspringen, kriegt keinen Schaden
und ihn so platt machen. Aber wir haben ja auch zwei Zauber, können wir ja mal ausprobieren. Nope, na den Eintreffer gönnen wir ihm mal. Das war's. ...15.140 Punkte, damit haben wir deutlich mehr als 20.600 Punkte in Summe erreicht und sind auf der sicheren Seite. Salyra, unerwartet, ja nicht wirklich, dass sie jetzt mit uns klönen wollen. Herr, in Fillmore gibt es keine Monster mehr. Leider fiel ein Mensch der Strafe des Monsters zum Opfer, denn er ist vor kurzem gestorben. Kurz bevor er starb, sagte er, ich konnte endlich dem Volk in Fillmore helfen. Jetzt, wo alle Monster zerstört worden sind, können wir ohne eure Hilfe leben. Besucht andere Länder und bringt ihnen den gleichen Frieden wie bei uns in Fillmore. Die Menschen loben euch auch außerhalb dieses Tempels. Ja, noch geht's nicht los. Wir warten das Ganze noch ab, bis wir jetzt auf 906 Leute kommen. 906, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben jetzt fast alle Felder bebaut, die mit Häusern bebaut werden dürfen. Natürlich haben wir hier noch einiges an Platz, aber die Quadrate, wie zum Beispiel das hier, diese vier Felder sind für Versorgungsfelder reserviert. Das heißt, Wohnhäuser können dort nicht errichtet werden. Hier an dieser Stelle kann noch ein Phantomgebäude errichtet werden. Genau wo der Engel jetzt drüber fliegt, da passt noch ein Wohnhaus hin. Allerdings können die Leute das Feld nicht erreichen. Da drüber ist direkt Wasser, da drunter ist Wasser. Man könnte jetzt sagen, naja, hier über die Brücke und einfach hier hoch. Ja, theoretisch ja, aber diese beiden Felder hier sind wieder Versorgungsfelder und deswegen laufen die Leute da nicht rüber. Das heißt, dieses Phantomgebäude wird erst errichtet, sobald wir in einem anderen Gebiet sind. Das machen wir in der nächsten Folge. Trotzdem gucken wir nochmal kurz hier rein und wollen auch eine Gabe annehmen. Das ist die Statue und hier daneben die Brücke, die nehmen wir mit. Herr, das ist die neue Technik des Brückenbaus aus Fillmore. Das Volk ist darauf sehr stolz. Damit kann man auch auf der anderen Seite eines Flusses Häuser bauen. Das wissen wir soweit, das nehmen wir aber mit und die Technik können wir jetzt auch in anderen Gebieten benutzen. Mehr Gaben wollen wir nicht. Oh, ihr wollt es also nicht? Nee, nicht wirklich. Zurück zum Sky Palace. Das war's dann soweit für diese Folge. In der nächsten Folge verlassen wir Fillmore und fliegen zum nächsten Gebiet. Bis neulich!